Ja, und herzlich willkommen hier zurück bei Ironsoft Assassin's Creed 3. Und wegen kein gutes Geschenk. Ja, ich habe gesagt, letztes Mal, ich werde hier gleich weitermachen, aber aus gleich weitermachen ist dann, naja, neue Folge rausgeworden, ja. Ist halt so. Ist halt so mit Familie. Wie hat sie gehasst? Oh, sie mochte keine Blumen, hä? Oh oh. Oh oh. Sie mochte keine Blumen. Oder? Ach, was hatte er denn ihr geschenkt? Schlechte Neuigkeiten. Sie mochte die Blume nicht. Sie ließ sie links liegen. Ist. Aber Prudence war sich sicher. Ich wusste, Myriam ist nicht der Typ für Blumen. Ich nehme mich dieses Rätsels selbst an, Norris. Na gut, aber sie darf dich nicht sehen, sonst hält sie mich für sonderbar. Einfach mal fragen, würde ich klar sagen, aber na gut. Darf mich nicht bemerken. Na gut. Dann tun wir sie jetzt ausspionieren. Um nur zu erfahren, was einer Frau gefällt. Wow. Ich weiß, was sie mag. Ich hab's. Ein Fuchs. Ja, Mann. Nee, sie mag einen weißen Fuchs, einen weißen Bär, einen weißen Hasen, was gibt's noch? Weißen Waschbär, weißer Biber, weißen Leopard, also hier so, oder Bergkatze, nicht Puma, sondern Bergkatzen und einen weißen Wolf, so. Sie möchte alle Tiere in weiß haben. Ah ne, weißes Reh, weißen, ja. Wie nennt man das männliche Reh überhaupt? Ah, ihr wisst schon, was ich meine. In weiß eben halt alles weiß. Ah, jetzt ist der Hase weg. Mensch, wie weit müssen wir denn noch? Ich kletter mal hier. Hier mal auf den Baum. Ich weiß nicht, ob das schon so in Ordnung ist. Ah ne, oh, das ist falsche Richtung, hä? Wir müssen da rüber. Okay. Zack. So hin. Ich weiß nicht, ob das alles richtig ist. Aber wir kommen immer näher. Okay, nee, ist auch falsch. Ah, hier können wir entlang. Wartet. So. Okay. Ich darf mich wahrscheinlich nicht sehen, aber ich sehe sie nicht. Ein Leuchtmesser. Aha. Ich brauche ein neues Messer. Was hätte noch ein bisschen Gequatsche mit reinmachen können, so. Scheiß Messer! Ich könnte ein neues Messer brauchen. Diese Klinge ist ziemlich stumpf. Kaputt ist die Klinge. Jo, meine Frau druckt. Die druckt wie das ganze Internet leer. Ja, guck mal so.
Ja, sie sitzt hier gerade mit, auch mit ihrem Büro drin. Sonst versucht sie mal leise zu sein, aber jetzt, jetzt extra Krach machen, jetzt heißt Krach machen. Besten noch irgendeine Sachen hinten, nein, sag ich doch. Ach ja. Aus dem Wippel hin. Wir müssen ihm Bescheid sagen, dass sie ein Messer braucht. Einfach, dass er mit Kalle macht. Dass er unter Bergbauer ist. So, sehr schön. Sind ja auch gleich wieder da. Noch ein Fuchs. Aha, meiner. Ja, Mann. Ich verstehe jedes Mal am Anfang ganz schnell, ja, Mann. Obwohl er das ja gar nicht sagt. Da, ein Reh. Zwei. Sie leben doch noch. Das ist gut. So, kannst du ein Messer machen? Was mögen Frauen? Ein Messer. Norris, ich habe mich umgesehen und anscheinend braucht sie ein neues Jagdmesser. Iris hat schon bessere Tage gesehen. Ah, oui, das scheint schon eher zu ihr zu passen. Ich denke drüber nach. Merci. Was heißt hier, ich denke mal drüber nach? Also, sie brauchen ein Messer, er will sie. Na, beeindrucken, also nicht drüber nachdenken und machen. Hey, der hat ja schon Bahnschienen drin. Nächste Mission, hä? Gleich. Norris, wie läuft's in der Mine? Ist da was, was deine Mühe wert ist? Auf jeden Fall. Kupferkörner. Und zwar in rauen Mengen. Oh, das ist schön. Das freut mich. Ich wollte dich mal was fragen. Ist Norris ein französischer Name? Mein Name ist nicht Norris, sondern Maurice. Aber du sagtest... Naja, als ich in Boston ankam, nannte mich jedermann nur Norris. Und ich war es leid, sie die ganze Zeit zu korrigieren. Kurz bevor ich dich traf, sprach ich mit einer Frau in einem Pub. Und sie sagte, sie mag den Namen Norris. Also entschied ich, ihn zu behalten. Wäre es dir lieber, wenn ich deinen echten Namen benutze? No. Alle kennen mich hier als Norris, inklusive Myriam. Namen ändern sich, aber die Menschen bleiben dieselben. Ist es nicht so, Connor? Ja, das in stimmt. Der Tat. Stimmt, er hat ja auch einen anderen Namen. Er heißt ja nicht Connor. Den Namen kann ich nicht aussprechen, ist auch egal. Nee, weiter geht's, glaube ich, gar nicht mit der Höhle, hm? Nee. Er hat mir nur Schienen verlegt schon mal. Damit er das nicht alles raustragen muss. Aber wir haben hier eine Kupfermine also schon mal. Schön. Das ist doch sehr schön, ne? Kupfermine. So, und zack, hier. Gleich wieder zu ihm. So, Papa klettert hier hoch. Na? Na? Ja, ich lasse ihn da hochklettern. Dann halt hier. So. So geht's auch. So. Okay. Rohmaterial. Brauche deine Hilfe. Ich möchte ein Messer aus Stahl für Sie anfertigen. Ich weiß, wo es Eisenerz gibt. Doch leider gehört die Mine den Engländern. Und? Wird der Abbau lange dauern? No. Ein paar Sprengungen und ich habe, was ich brauche. Doch du musst für mich Wache stehen. Ich erwarte dich an der Mine. Es ist nicht weit, gleich hinter dem Gelände. Okay, gehört den Engländern. Ja, super. Norris im Grenzland treffen. Im Grenzland. Na, das machen wir doch mal. Wir klauen also ein bisschen Eisen. Na, Herr Ladebildschirm. Geht's denn noch? Geht's denn? So.
Akzeptieren natürlich. Wir wollen ja ins Grenzland. Was? Ein Pferd kommt. Okay. So. Wo ist Norris? Da hinten ist er. Okay. So. Dann müssen wir ein langes Stück reiten. 1500 Meter. Also nur 1,5 Kilometer müssen wir jetzt laufen, aber naja. Ist doch eine weite Strecke noch. Euro-Truck-Simulator. Bevor der Euro und Truck entstanden ist. Ja, so ein Spiel muss auch noch geben. Man ist Postkutschenreiter oder der Postreiter, so eine Art. Ja, guck mich so da oben. Ach, ich hätte auch ins Dickicht wegreiten können. Ach, Mist. Jetzt laufe ich natürlich hier die Straße entlang. Ja, okay. Hallo, Herr fahrender Händler. So. Okay, dann weiter. Boah, querfällt eigentlich schon viel, viel näher dran, wenn das alles. Oh, die haben sich was zu essen geholt. Na? So, wir reiten mal hier entlang. Das war falsch. Okay. So, jetzt haben wir schon mal einen Hügel erklommen. Und jetzt reiten wir bergab. Ach, bergab reiten ist doch viel, viel angenehmer. Na. Nein! Ja, okay. So. Das fährt nur so ein kurz sprinten kann jetzt echt. Ach, nervig. Ja, das kann ich alles machen, aber nö. Die Kuriermission. Nö. Halt, da ist ein Feld. So. Sind ja gleich da. Hallo Engländer, wir klauen euer Eisen. Oh, als ob sie es gehört haben. Ah, ich bin doch schon längst weg, Jungs. Sonne? Ja. Ich muss etwas Sprengstoff vorbereiten. Und ich glaube, der Knall wird die Briten auf den Plan rufen. Ohne Zweifel. Ich sollte vielleicht selbst etwas vorbereiten. Es scheint, du hast jetzt etwas Zeit. Ach so. Eins. Zwei. Und Nummer drei. Okay. Jetzt. Okay. Wie komme ich ran? Wie komme ich ran? Sacre Dieu! Und an wie komme ich ran? Ich glaube, okay. Sie kommen! Dann nehme ich auf! Waffen bereit!
zu langsam. Na. Lass Norris in Ruhe. Ein Moment. Gehen wir mal hier unser Seil. So. Wo ist das Pass? Ja. Na? Nochmal Sprengung. Okay. Sacre Dieu! Ich glaube, sie kommen. Dann nehme ich auch zu langsam. Nicht mal knapp, Junge. Komm her. Okay. Schnell nochmal schnell die Pistole. Hab das fast angelegt. Okay. Okay, die letzte Sprengung. Das da. Oder das Fass. Sacre Dieu! Ich glaube, sie kommen! Entwaffnen. Ja, sehr schön. Super. Ich habe alles. Zeit zu gehen. Na, dann ist er okay. Wir durchsuchen noch mal etwas. Den hat's ganz schön weggeschleudert. Okay, die haben sonst nichts mehr. Das heißt, für uns heißt es wieder... Lalala. Eine neue Stadtmission. Ja, die nehmen wir auf jeden Fall an. Das heißt, oh, wieder so weit. Oh, cool, das Schwert hat hier gewartet. Dann ist er okay. Achtung, hier. Bam! Einmal umgeritten. Wie ein kleines Kind freue ich mich. Nee, hier geht's nicht lang, aber... Okay, und... Okay. Nee, ernsthaft? Du bist eben gerade hier durchgekommen. Ah, okay. Gut. Wenn man hier kann.
Lasst mich und mein Pferd in Ruhe. Das ist für mich kein Problem, dieser Berg. Ja. Hier hoch. Super. So soll es doch sein. Genau, die Meter rattern runter. Alles okay, kleines Ding. So, mal gucken, was wir jetzt brauchen. Weil er hat ja jetzt den ganzen Stahl, Eisen. Mache eine Stahlklinge. Das ist schon mal sehr schön. Besser als eine Kupferklinge, davon abgesehen. So, mal gucken, was will er jetzt noch haben? Oder ist das Leben anders? Ich glaube, Platz haben wir jetzt gar nicht mehr in der Suche. Müsste jetzt, glaube ich, alles zu sein. Glaube ich. Doch. Na gut, wir lassen uns überraschen. Selten. Okay. Ja, so geht's auch. Alles hier. Ja, was? Überspringen wir mal alle, was auseinandernehmen. Ja, was? Ja, was? Da. Na gut. Die haben sich ihr Essen hier geholt und es steht immer noch. Das Reh. In der Sterbeanimation. Durchgelaufen. Naja, nicht so schlimm. Nicht so schlimm. Nein, jetzt nicht, Wolf. Such dir irgendwas anderes, aber mich nicht. Willst du eine Mission? Oh, wirklich viele Wölfe hier. Lasst mich in Ruhe, in dem Wölfe. Mach uns einfach. So. Hast du wirklich gedacht, wir würden nicht nach dir suchen? Ich mach dich kalt! Noch ein Unruhestifter! Zeigt es ihm! Ihr wollt doch nicht noch was ärgern! Hey, da stand noch einer! Genug! Hau ab! Oder er stirbt! Naja, das war doch jetzt nicht Norris, das war jemand anders. Verletzt? Nichts, was nicht verheilt. Vielen Dank, Fremder. Was hatten die vor? Die Bande hat mich über das Land gezerrt, als abschreckendes Beispiel für Deserteure. Nun sag, wer bist du? Connor. Ein Deserteur, sagst du? Ich befürworte den Krieg nicht und ich liebe dieses Land. Was hat man davon? Ich bin David Walston. Manche nennen mich Big Dave. Darf ich fragen, wo du lebst, damit ich meine Schuld zurückzahlen kann? Könnte etwas dauern. Wir Schmiede verdienen zurzeit nicht allzu viel. Unsere Gemeinde ist nicht weit von hier. Und wir brauchen wirklich sehr dringend einen Schmied. Wie wär's, wenn du bei uns arbeitest? Nun, das würde das Zurückzahlen erleichtern. Ich bin dabei. Ja, okay.
Mensch, da hat der Norris noch richtig Glück. Wir haben einen Schmied bekommen. Jetzt können wir die Metalle, die wir schürfen, auch verarbeiten. Halt, wartet, ich kann noch mal hier so rauszoomen. Na. So ranzoomen und die Schnellreise zu unserer Hose machen. So. Geht natürlich hoch. Ist dann natürlich angenehmer. Brauchen wir nicht jetzt doppelten Ladebildschirm. Na, das ist doch super. Jetzt haben wir Schmied. So, und da oben ist er. Ah, hätten doch da hinlaufen können. Naja, jetzt egal. Das heißt, dann kommt hier in der Schmied. Und was kommt hier hin? Fehlt ja immer noch etwas. So wie das aussieht, hä? Na gut, fehlt bestimmt noch was, aber das werden wir dann mal sehen. Erstmal laufen wir da hinten hin. Zum Schmied. Wie gesagt, erstmal ist die Siedlung dran, bevor wir uns in die Hauptmission weiterstürzen. Weil ich mag diesen Siedlungsaufbau total. So. Also finde ich auch das Game, die Gilde 2, so kann ich es. Einiges beide Teile, Gilde 1 und Gilde 2. Die kann man auch, wenn die Dynastie aufbauen, Kinder bekommen, sein Geschäft vorantreiben. Ach, wenn das alles nicht so einfach wäre. Ja, wenn das alles nicht so einfach wäre. Okay, das heißt, jetzt haben wir da oben die Schmiede. Was fehlt denn jetzt wirklich? Weil da sind noch zwei Plätze da. Connor, hast du einen Moment Zeit? Ja. Ich hab auch Zeit. Kommst du voran, Big Dave? Machst du Fortschritte mit dem Messer? Ich würde es Miriam gerne bald geben. Der Stahl von Norris ist etwas Besonderes. So edles Metall sieht man selten. Doch mit meinem alten Werkzeug kann man ihn nicht bearbeiten. Aber Besseres ist leicht zu finden. Ein oder zwei Geschäfte in New York, das auch nicht. Ich würde selbst gehen, doch solange die Rotröcke mich suchen, bleibe ich doch lieber hier, in Sicherheit. Ich habe etwas zu erledigen in New York. Wenn ich das nächste Mal da bin, kümmere ich mich darum. Klingt gut. Okay, das heißt, wir müssen auf jeden Fall Geschäfte, Waffen, nee, Werkzeuge besorgen. Auf nach New York. Ja, nehmen wir den Schnellreisepunkt. Na, da oben steht da immer noch der Papa von Connor am Schiff und wartet. Keine Ahnung, wie lange er schon wartet, aber er wartet. So. Das sind die Geschäftsbereiche, ja. Vier. Vier Stadtsachen, okay. Dann gucken wir erstmal bei denen hier nach. Ah, mir stehen meine Assassinen wieder zu verfügen. Das ist sehr schön. Was braucht ihr, mein Herr? Kaufen. Bürgermissionsgegenstände da. Okay. Also den Schmiedehammer haben wir schon mal zusammen. Das ist schon mal sehr schön. Das heißt, ich muss alle Leben ablaufen. Oh. Ein Moment. Dann setzen wir den hier an. Durch wegen diesem Deserteur. Wie hieß er noch? Big Man oder so ähnlich? Big Dave. Hat eine ganze Einheit bei der Flucht erledigt. Der kann sich auf was gefasst machen. Ja.
drauf. Dann nehmen wir den mal aus dem Spiel. Schon mal den ersten. Hey. Dann müssen wir jetzt die Mission weg. Okay. Das ist jetzt gerade merkwürdig. So. Natürlich reiten wir hier, weil es dann einfach schneller geht. So. Ja, wir könnten ja auch die Leute aufbiegeln, aber jetzt gerade nicht so. Leider kann ich hier nicht galoppieren. Das ist natürlich schade. Gut, alle aus dem Weg. Ja, was soll das? Ein wenig. Kann man da durchschreiten? Wollte ich schon immer mal. Ja, egal. Ich bleib das Pferd, wenn ich nicht so abrupt einfach stehen. Achtung, aus dem Weg. Oh. Ja, ich helfe, kein Problem. Wo ist deine Mutter? Kommt mit! Ja, nicht, dass es ein Hinterhalt wird. Verschwinde! Du brauchst wohl eine Tracht Prügel! Nein! Ich wollte doch gerade Fäuste ausrüsten und ihr habt jetzt die Axt noch, weil sie wieder noch ausgeräumt ist. Helft mir! Du brauchst wohl eine Tracht Prügel! So. Geh. War das denn nötig? Ich komm schon allein zurecht. Wenn er zurückkommt, wird er es mir doppelt heimzahlen. Warum bleibst du bei so einem Mann? Das ist mein Haus und mein Geschäft. Alles durch meine Schneiderei finanziert. Lieber nehme ich seinen Suff in Kauf, als das alles hier zu verlassen. Wenn ich dir sage, es gibt einen Ort, wo du leben und arbeiten kannst, frei von ihm, würdest du es erwägen? Der Haken? Kein Haken. Unser Dorf wächst ständig und braucht alle Arten von Geschäften. Arbeit und ein neues Leben. Ich komme und sehe mir an, ob du recht hast. So tut man Geschäft abwerben. Okay. Als hier vorne war noch ein Geschäft. Mal gucken. Darf ich euch behilflich sein? Ob wir hier auch das bekommen? Kaufen? Nö. Ach, ich musste nur den Hammer organisieren. So wie es aussieht. Nur den Hammer. Okay. Dann gut. Dann reisen wir wieder zurück. Mehr Ladebildschirm als Spiel sehen. Das schwimmt voll. So. Gleich drei mit E-Mail. Okay. Na. Dann machen wir es so. Und ab zum Dorf. Wir sind eigentlich so die einzigen Mirea, die wir fernab sind. Na gut, der Hafen, ja klar. Also ist was anderes. Und sonst sind wir alle soweit weg. Der Rest hat sich als Anschluss halt angesammelt. Die mögen uns nicht. Wir von der anderen Flussseite. Weil wir anders laufen. Deswegen wollen die nicht zu uns. Jetzt weiß ich's. Connor schuld. Weil er immer noch rennt. Okay. Das heißt, ins Geschäft hier rein, oder?
ja, in der Taverne drin. Sieht ganz danach aus. Na, rein da, nicht pfeifen. Oh, oh, er kommt, tu so, als ob alles okay ist. Okay. Entschuldigt. Darf ich an eure Barmherzigkeit appellieren, Bett und Tisch mit einem müden Wanderer zu teilen? Ein Wanderer? Woher? Hinter dem Ozean. London. Brite? Seid sicher, ich bin kein Mann des Königs. Sehr großzügig. Hab Dank. Wir arbeiten hart für das, was wir hier haben, alter Mann. Womit verdienst du deine Brötchen? Ich möchte Gott zu jenen bringen, die seine Hilfe brauchen. Nicht sein Wort jenen eintrichtern, die keiner Hilfe bedürfen. Die Monarchie teilt diese Ansicht nicht. Gott weiß, einige von uns sollten beichten. Olli und ich vermissen die Sonntagsmesse. Meine Maria soll die Bibel lesen. Ich weiß, gemeinsam könnten wir eine Kirche bauen. Und ihr werdet der Pastor. Connor? Willkommen, Pfarrer. Vater. Vater Timothy. Maria. Okay. Ja, natürlich zahlen wir auch 1000 für die Kirche. Guten Morgen. Ich hoffe, es geht dir gut. Danke. Das reicht für einen gesegneten Morgen, Connor. Für einen gesegneten Morgen, aha. Okay. Jetzt haben wir ein Gebetshaus. Okay. Hey, warte mal, die sind auf unserer Seite rübergekommen. Okay. Die sind doch nicht so hässlich und stinken. Das ist doch schön. Dann. Nee, warte. Wir machen noch nicht da hinten. Wir machen erstmal weiter hier oben die. Ja. Erstmal alle, die in der Stadt. Weil dann kann ich nicht so schnell reisen, da nach unten. Dann halt die letzte machen. Die hilft mir jetzt auch. Da ist der Pasta. Die Pastor. Nicht der Pasta. Boah, das werden immer so lange Prügen. Mann, Mann, Mann. Aber naja, wie gesagt, erstmal die Stadt. Ja, hi. Lange nicht gesehen, trotzdem wiedererkannt. Connor! Ja. Krieg ich meinen Stuhl. Ich will dir nicht zur Last fallen, aber ich wollte dich gerne etwas fragen. Als mein Karren abbrannte, verlor ich eine Menge Werkzeug. Ich habe Ersatz in meinem Laden in Boston, doch wie du weißt, bin ich dort nicht wirklich willkommen. Ich dachte, falls es nicht zu viel Arbeit macht, könntest du mir vielleicht helfen. Was genau soll ich denn tun? Mich beschützen, während ich es hole. Wir treffen uns in Boston, bei meinem Laden. Okay. Da gehe ich jetzt noch nicht hin. Wir machen erstmal den nächsten. Wieder nach Boston. Na gut, mal gucken, was hier er will. Unser Schmied? Ja. Bin da. Ich habe das Werkzeug, das du brauchst. Ah, goldrichtig. Ich gehe gleich ans Werk. Norris lungert ständig hier rum und fragt nach seinem Messer. Du solltest wissen, dass ich ein paar Rotröcke belauscht habe. Sie suchen nach dir. Das kann ich mir vorstellen. Früher oder später muss ich mich ihnen stellen. Das heißt, wir kriegen einen offenen Konflikt noch, oder was? Aber eine schöne Schmiede. Sieht man das?
Gucken, Blasebalg. Wirklich sehr schön. Okay, nächste Mission. Hier drüben. Okay, und dann wieder hinten. Die sind nochmal zu. Okay. Ja. Gut, den einen müssen wir Werkzeug holen aus Boston oder mit in Boston mitholen. Kriegen wir hin. Das will unsere Schneiderdame. Guten Tag, Connor. Es sind noch ein paar Ballen Seide in meinem alten Haus. Sie sind außerordentlich wertvoll, doch ich glaube, ich sollte nicht zurück. Es könnte gefährlich sein. Ich habe gehofft, du könntest sie mir holen, wenn du Zeit hast. Ja, gleich machen. Kein Problem. Also New York und Boston. Ab zur nächsten. Ach ja. Heute kriegen wir Kilometer weg. Das auf jeden Fall. Kilometer weg. Und dabei muss ich noch von allen Leuten noch die Geschichte hier laut aufnehmen, damit wir die Geschichte bitte unser Dorf aufnehmen. Also jetzt, wo es so Schlag auf Schlag kommt, das endet ja nur noch in Arbeit. Ne, der Pastor sitzt nicht mehr hier. Ne, der ist schon weitergelaufen. Und die steht gut da mal. Über die Tüte drüber hinweg und dann zieht sie gleich. Auge jetzt. Einmal weg. So, weiter geht's. Im Rennen. Okay. Oh, kommt das Baby? Prudence, alles in Ordnung? Was machst du hier draußen im Wald? Gott sei Dank! Das Kind kommt! Du musst sofort zu Dr. Nein, White. Nein! Ich kann nicht! Nimm mein Pferd! Hol ihn her! Okay. Einmal hin und wieder zurück zum Doktor. Geht mal aus dem Weg. Die Frau kriegt ihr Kind. So. Hätte ich doch da rein. Dr. White, komm mit mir sofort. Was ist denn los? Prudence liegt in den Wehen draußen im Wald. Im Wald? Was um alles in der Welt macht sie denn da? Das ist doch egal. Genau, das erste Kind von Warren Südpol. Holen. Jetzt? Ja! Okay, die holen ja schon ihren Mann. Sind nur noch 2 Minuten, kein Problem. Warren, bist du hier? Hier drüben. Was ist denn los? Wo ist sie? Ja. Sag mir, wie es ihr ging. Sie hatte Schmerzen. Sie konnte sich nicht bewegen. War sie bleich? Gab es Blut? Ich habe keins gesehen. Vielleicht haben wir noch Zeit. Beeilung, los! Och Jungs, ihr braucht so lange, nicht ich. Kommt ihr? Wo bleibt ihr denn? Meine Fresse. Kommt mir wie eine Ewigkeit vor, diese 2 Minuten. Wir lassen uns Zeit, vieles. Da ist schon Zeit gelassen.
damit komme ich klar. Ist sie in Ordnung, Doktor? Nein, sie ist nicht in Ordnung. Sie bekommt ein Kind, und zwar hier, wie es aussieht. Ist er. Und er scheint auch gesund zu sein. Hat eine kräftige Lunge. Und ich will ja nicht drängen, doch wir müssen sowohl dich als auch... Hat er schon einen Namen? Hunter. Aha, Hunter. Okay. Das sieht aus wie so ein Fettlazarett, so was in Art, ja? Ein Lazarett, so. Ja, wo die Kranken behandelt. Das ist doch nett. So, das heißt, weg vom Doktor über die Flussseite wieder rüber. Genau. Ich glaube, er gibt mir jetzt das Messer. Ich glaube, jetzt sind wir soweit. Oder auf dem Miriam machen wir wieder noch eine Mission. Na, mal schauen. Also, unsere Siedlung hat ihr erstes Kind bekommen. Oh, ist noch super. Ah. Keine Ahnung, wie Schritt 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, keine Ahnung, wie Schritt. Ist auch egal, wir laufen weiter. Ah. Ja. Was machst du hier draußen? Ich will Miriam ihr Messer geben. Willst du mich begleiten? Natürlich. Und was hält dich zurück? Ich bin nervös. Das Messer, das du ihr gemacht hast, gefällt dir bestimmt. Was mache ich? Ich schenke einer Frau ein Messer. Das ist doch dumm. Sie wird es zu schätzen wissen. Und es auch benutzen. Jetzt habe ich es gemacht, dann kann ich es ihr auch geben. Hallo Miriam. Hallo Norris, hallo Connor. Würde gern mit euch quatschen, doch ich habe Ellen einen Ballen Pelle versprochen und ich habe noch jede Menge zu tun. Ich muss sofort in die Wälder aufbrechen. Zwei Jäger sind besser als einer. Ich kann helfen, wenn du magst. Würdest du? Ich wäre sehr dankbar. Ich habe hier was für dich. Vielleicht hilft es dir. Ich muss jetzt aber wirklich dringend los. Ich werde mich bedanken, wenn ich zurückkomme. Also bis dann. Triff mich an meinem nördlichsten Hochsitz, wenn du dein erstes Fell hast. Ja, Mann. Ja, Mann. Ja,
Fiona, ich brauche Hilfe. Connor, bist du da? Ich könnte Hilfe gebrauchen. Die Zeit für Erbarmen ist vorbei. Ohne dieses Messer hätte der verdammte Speicherlecker mich abgemurkst. Ein Geschenk zur rechten Zeit, wie es scheint. In der Tat. Ich muss mich bei Norris dafür bedanken. Schön, dich zu sehen. Das mag ja alles sein. Das ist bestimmt nicht der Vernunft. Wir wollen eine Antwort. Wir wollen den Karren ruinieren unser Leben. Wir begreifen nicht, was für uns steht. Ich habe Blickkontakt zu meinem alten Nachbarn vermieden. So weit, so gut. Mit dir hier geht's mir schon besser. Wie ist es dir denn sonst ergangen? Oh, es geht, schätze ich. Es läuft ja nie wie geplant. So ist das Leben. Wirklich? Was willst du damit sagen? Weißt du, du machst einen Plan und alles läuft schief. Nichts bessert sich. Es ändert sich nur leicht. Klingt, als hättest du eine Pechsträhne gehabt. Das geht vorbei. Was macht ihr denn hier? Meine Treppe fegen, wenn's genehm ist. Seit wann ist das denn Ihre Treppe? Seit ich sie vor 3 Wochen kaufte. Von wem? Dem Besitzer. Über den Lehrling. Der Besitzer verließ die Stadt. Was geht euch das an? Ich bin der Besitzer! Jetzt nicht mehr. Tut mir leid. Ihr klärt das am besten mit eurem Lehrling. Er ist oft im Pub dort drüben, aber ich schätze, das wisst ihr. Patrick! Hallo!
Lance! Patrick, was erlaubst du dir, mein Geschäft zu verkaufen? Ihr seid doch geflohen. Ich dachte, ihr kommt nie zurück. Da habe ich's einfach verkauft. Mit allem drum und dran. Pech gehabt. Wie auch immer. War nett, mit euch zu reden, aber ich muss jetzt. Schönes Leben noch. Schweinerei! Das Werkzeug ist die Braut des Tischlers! Das verkauft man doch nicht! Ich wette, er hat es noch irgendwo. Dann folgen wir ihm. Okay. Dann folgen wir ihm. Unauffällig auffällig. Ernsthaft? Du bleibst da stehen? So, genau. Du bleibst da stehen. So, jetzt kannst du kommen. So. Okay. Jetzt warte ich noch ein Stück ab. So. Ja, diesmal habe ich gewusst, dass du dich umdrehst. Warum läuft der Typ hier sonst wo entlang? Okay. In diesem Teil des Buschs gibt es viele Wachen. Sie sind aber verdammt unpraktisch, um Gürtel zu tragen. Ja, sind noch unsichtbar. Wirklich? Talentiert war er ja schon immer. Schön, dass er den Mumm hatte, es zu nutzen. Achso. Dreibeinige Katze jagt Hund auf Baum. Lest alles darüber. Freilaufende Katze jagt Hund auf Baum. Aha. Müll hier los. Okay. Naja, hier haben wir die Kiste. Gefunden. Na, immerhin etwas. Vielen Dank. Unglaublich, dass er meinen Laden verkauft hat. Ich sehe dich dann in der Siedlung. Okay. Neuer Plan erhalten. Okay. Gut. Jetzt müssen wir nur noch nach New York. In die Seidenballenhöhlen. So, New York. So. Dahin reisen, fertig. Dann sind wir auch bald fertig hiermit. Hoffe ich doch. Soweit. Mit den Siedlungsmissionen. Ja, ich wusste es. Da ganz nach oben müssen wir. Entschuldigung. Und haben sogar ein paar Meter vor uns. Da ist ein Pferd. Komm mit, Pferdchen. So, sehr schön. Fachleute, Dilettanten ohne Kompromisse. Ach guck mal, hier hätte auch noch ein Pferd gestanden. Naja, egal. So. Schön auf Kurs bleiben. Machen sie mir alle Platz. Sehr schön. Und nochmal da durch.
Oh ja, diesmal einmal hier durch. Ja, sehr schön. Geht mir alle aus dem Weg. Ich muss noch ein paar Seitensachen holen. Oh, halt, dran vorbeigelaufen. Oder? Ja, nee, doch nicht so ganz. Oh. Ach, der Sophie. So besoffen kann er nur auch wieder nicht sein. Hahaha. Da haben wir sie doch, die Seidenballen. Sehr schön. Ah, er hat sie mitgenommen. Oh. Er hat sie rüber. Er hat sie nur weggeworfen. Okay. Ja, dann haben wir das auch fertig. Was bist du denn für einer? Nur so ein Unbekannter. Okay, gut. Dann können wir wieder zurück. Gucken, kann ich auch hierhin eine Reise machen? Ja, sieht gut aus. Weil da können wir nämlich dahin, anstatt da von uns aus immer hin und her zu laufen zu müssen. Ich hoffe, dass es richtig ist. Also brauchen wir jetzt nicht so extrem lange Wege zu laufen gleich. Ganz kurz gucken. Ja, war richtig. Sehr schön. Da haben wir es. Perfekt. So. Ja, das wusste ich, dass da noch was ist. Okay. Ach, der lässt sich einkleiden. Sehr schön. Ich habe die Ballen. Wunderbar. Ich hoffe, es war nicht zu viel Mühe. Dein Ehemann war da und sprach schlecht von dir. Er lief weg, als er mich sah. Oh je. Das sieht diesem verkommenen Mistkerl von Mann wieder ähnlich. Wenigstens konntest du mir das Einzige, was mir etwas bedeutet, besorgen. Vielen Dank, Connor. Okay. Na, das ist doch schön. Jetzt ist wenigstens die Ecke, wo sie die Schneiderpuppe hat, überdacht. Oder? Ja, sie ist wenigstens überdacht. Das war sehr schön. Was haben wir hier hinten? Holzlager und so. Ja, sehr schön. Gucken, haben wir jetzt noch? Oh, Mensch. Die Missionen reißen einfach nicht ab. Es läuft und läuft und läuft. Oh. Was ist passiert? Ein Mistkerl von einem Mann versucht, mit ein paar Freunden in ihr Haus einzubrechen. Wir sind auf dem Weg dorthin. Ah. Je länger ich warte, desto schlimmer wird's. Komm jetzt raus, du Schlampe! Du bist gar nicht in der Lage, für uns zu sorgen. Verschwinde bloß, du Säufer! So. Komm her. Ich bin es leid zu warten. Wenn du ihm zu nah kommst, reiß ich dich in Stücke. Kommst auch her.
los, dann kriegst du, was du verdienst. Das wirst du bereuen. Komm raus, dann kriegst du, was du verdienst. Das wirst du bereuen. Komm her. Ellen und Maria sind frei von dir. Das sage ich. Das sagen die Leute hinter mir. Glaub mir, wenn ich dir sage, falls du jemals wieder hier auftauchen solltest, bringe ich dich um. Du kannst sie haben. Hab Dank. Ihr alle. Noch nie hat sich jemand so für uns eingesetzt. Naja. Wir halten zusammen, Ellen. Ich fühle mich zu Hause. Ich werde einen Weg finden, mich bei euch zu bedanken. Versprochen. Ja, ja. So macht man das. Immer zusammenhalten. Oh, ein größeres Haus hat sie sich gegönnt. Guck mal, da näht sie gerade. Wie sie gerade eine Decke näht. Und das hier sind Schnüre, hä? So wollemäßig gefärbt, ja. Okay. Haben wir jetzt... Nein, jetzt will der Pastor noch was. Aber bevor der Pastor will, gehen wir endlich mal das Neugeborene uns angucken, ja? Wow. Oh, die macht Wein. Die macht Wein. Ja, darf ich mitstampfen? Macht richtig Spaß. Ja. Komm, lass mich auch mal rein. Dann stampfe ich mit. Nee, lass mich rein. Ja. Ist. Ich würde mitstampfen. Ist ja cool. Schön, wie das hier alles läuft. Ja, und ich hier auf dem Zaun immer lang renne. Super. Super. Ja, langsam wird da aus der Wildnis hier keine Wildnis mehr sein. Ach so. Mein Schatzi würde jetzt am liebsten eine Chipstüte aufreißen. Kann aber nicht, weil es so laut ist. Oh. Warte. Hier, nimm eine Schere. Kannst du in eine Schüssel reinmachen, die Chips. Ja, ich mache ja gleich Feierabend. Glaube ich doch. Ja, ich weiß noch nicht wann ganz genau. Wie soll ich denn da reinkommen? Ach so, er steht hier draußen. Dr. White hat uns vorhin aufgesucht. So eine unerwartete Überraschung. Eine, die sowohl mich als auch Prudence beruhigt hat. Das Dorf wächst und alle profitieren von der Anwesenheit eines Heilers. In der Tat. Mein Weib ruht gesund und munter und hochschwanger in unserem gemütlichen Haus. Die Gemeinde ist sehr nett und aufmerksam und das Land ist fruchtbar. Noch vor kurzem konnten wir von so einem Leben nur träumen, Connor. Was für ein Glück. Alle Menschen verdienen es, sicher und frei zu sein. Hoffentlich kommt der Tag, an dem alle Menschen in den Kolonien diese Sichtweise teilen. Doch es wird ein langer, harter Weg. So viel ist sicher. Ach so, das war noch bevor wir mit denen so sprechen konnten. Ja, ungültig. Okay. Na, jetzt ist der Kind da. Pfeife, Connor? Nein, vielen Dank. Wir erinnern uns gerade an den Tag von Klein Hunters Geburt. Ich weiß nicht, ob ich schon jemals so nervös war.
Ich kann mich kaum erinnern. Bis zu dem Moment, als ich ihn schreien hörte. Dann verlangsamt sich alles. Und ich weiß noch jedes Detail. Von Hunters winzigem Gesicht, über Prudence liebevollen Blick, bis zu dem Geruch von Schlamm und frischem Laub. Ich war noch nie in meinem Leben so glücklich wie in diesem Moment. Das kannst du mir glauben. Ja, in diesem Haus klingt alles gut. Ja, eine Geburt macht schon viel aus. Papa werden, ja, das stimmt. Ja, Papa werden. So, Miriam. Kannst du mir okay. kurz zur Hand gehen? Klar. Aber nach dieser Mission ist zu Ende, ja? Dann mache ich auch mal Feierabend. Mein Freund! Norris, was machst du? Sie sagt ja. Miriam? Wir werden heiraten. Ich sagte, es ist keine gute Idee. Ist das wahr? Ja. Da du jetzt alles weißt, können wir reden? Es gibt so viel zu tun. Natürlich. Was soll ich tun? Begleite mich zum Gasthaus. Ich habe dort zu tun. Ich kann dir froh sein, dass er nicht Norris die Klinge... Norris ist ein Pedant, was Traditionen angeht. Miriam weiß leider nicht, wo ihr Vater ist. Und sie hofften, dass du seinen Part bei der Zeremonie übernimmst. Oh. Ich bin nicht vertraut mit den kolonialen Hochzeitsbräuchen. Du musst nur neben ihr hergehen bei der Zeremonie und sie Norris übergeben, wie ein Vater es tut. Es wäre eine Ehre. Wunderbar. Dann zu etwas anderem. Unsere Hochzeiten sind komplexe Feiern und erfordern, dass viele Hände zusammenarbeiten. Warren und Prudence müssen für Verpflegung sorgen. Und Alan für angemessene Kleidung. Big Dave muss Eheringe schmieden. Ich die Trauung vollziehen. Und Oliver und Corinne das Festmahl bereiten. Das ist viel Arbeit. Wir fangen hier an. Okay. Also Eheringe, Kleidung, Essen. Boah. Ein paar Tage später, okay. Achso, ja, ich soll reingehen. Ja, dann gehen wir natürlich rein. Mit Norris reden. Der ist noch nicht umgezogen. Umziehen musst du dich, Mensch. Connor. Alles scheint für den großen Tag bereit zu sein. Ist es? Nur ich finde Miriam nicht. Ich bin sicher, sie sorgt dafür, dass alles perfekt ist. Ich finde sie, mein Freund. Genau, sie ist oben, war mir schon klar. Oh. Die hat doch jetzt nicht kalte Füße bekommen. Okay, ein Spiegel. Kalte Füße, jetzt dachte ich, wow, ich werde hier jemanden zum Traualtar führen. Glaub nicht, dass sie dich heiratet, Kumpel. Nee, mich nicht. Aber trotzdem danke. Na, die sitzt doch bestimmt auf ihrem Hoch. Jetzt sage ich doch. Hält dich für eine. Genau darum geht es hier doch. Aber ich habe dich eingeholt. Och Mann, die hätten ruhig mehr sein können. Was ist denn los? Oh, dieses scheiß Ladebildschirm, das nervt.
Ich hätte gerne gewusst, was er gesagt hat. Jetzt mal ehrlich, also unfair. Ach so, die Musik fehlt, deswegen. Klar. Ja. Du darfst die Braut küssen. Wow, das ging bei uns anders. Bei mir und meiner Frau. Mit Heirat. Achso, jetzt wird getanzt und gefeiert. Okay. Ja, nee, ich kann jetzt keine Musik anmachen. Ist halt so. Hallo, Connor. Amüsierst du dich? Oh ja. Es ist schön, wenn alle zusammen und glücklich sind. Sieh dir die beiden an. Sie sind ein schönes Paar. Norris ist mein bester Freund und er konnte keine bessere Frau finden. Bin stolz auf ihn. Manchmal passen zwei Menschen einfach zueinander. Norris und Miriam brachte der Himmel zusammen. Connor brachte sie zusammen. Ist es nicht so? Ich half Norris nur, den Mut aufzubringen. Der Rest kam von allein. Genau. Wisst ihr was? Ich mach mal ganz kurz die Musik nur für euch an. Na, eigentlich so für mich. Ganz kurz. Na? Ne? Okay. Schade. Dann machen wir wieder die Musik aus. Also wieder nur auf 1. Naja, was soll's. Was soll's? Und ihr 4? Und mein kleiner Bruder Joseph warf ihn in den Fluss. Hysterisches Lachen, ah, ja. Ja, wir erzählten gerade von unseren Hochzeiten. Sehr muntere Feiern, wie es scheint. Munter? Mehr Schlägerei als Hochzeit. Wenn du Joe klein nennst, kannst du zu mir Big Terry sagen. Der Bursche ist ein Hühne. Mein jüngerer Bruder hatte einen Streit mit einem von Terrys Cousins. Eine Meinungsverschiedenheit über die Tanzkarte einer Lady. Ich sage nur, Terrys Cousin war danach schlagartig nüchtern. Armer Junge. Saß klatschnass da auf einem Baumstumpf, während Joseph seine Angebetete herumwirbelte. Hat ihm gut getan. Zeigte ihm, das Glück ist mit den Tüchtigen. Ah ja. Okay. Ja, die muss ich leider. Tut mir leid, ist halt so. Entschuldigt einen Moment. Danke. Es okay. Dauert nicht lange. Ich möchte nur Connor und euch allen etwas zeigen. Ich sagte, ich werde einen Weg finden, mich für euer mutiges Einschreiten bei euch zu bedanken. Und heute möchte ich es endlich tun. Okay. Diese Flagge ist ein Symbol unserer Stärke und Einheit. Und ich hoffe, ihr werdet sie alle voller Stolz über euren Häusern und Geschäften hissen. Ich mache gerne eine für jeden Einzelnen, wenn ihr möchtet. Aber diese hier ist für dich, Connor. Oh, warum ruckelt das gerade so? Danke sehr. Okay, wir haben unsere eigene Stadtflagge. Ja, sehr schön. Die eigene Stadtflagge. Super, cool. Die Hochzeit zu Ende. So, das macht der dicke Papa jetzt auch. Na, zu Ende. Na, wir gucken noch einmal. Schon wieder 3 Stöcke. Das geht doch gar nicht. Na gut, dann machen wir Folgendes. Ich verabschiede mich erstmal hier von euch, ja. Mache jetzt erstmal Feierabend. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder mit der Siedlung. Na,
bis dahin euch erstmal noch einen schönen Abend und erstmal alles Gute und ciao, ciao.